den Halt nur in mir selber finden, als Quelle einer neuen Energie. Denn dieser Mittelpunkt kann immer bleiben, wohin mich auch die Unsichtbaren treiben, als kleinen Teil von höheren Zusammenhängen. Vielleicht bin ich ein Stäubchen einer Harmonie aus großen übersphärischen Zusammenklängen und bin in meiner Unbedeutendheit für vieles eben blind. Ob diese Fragen dann noch wichtig sind? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das Ende ist zugleich Beginn. Gott ist in mir, der Himmel ist in mir und alles andere verweht der Wind. Berührung, Liebkosung, deine Finger, meine Haut, Flügelschläge von Schmetterlingen, Signale vom Du. Ich bin da, sei unbesorgt. Du bist nicht allein. Bevor ich hinübergehe, mein letztes Empfinden müsste sein, Liebkosung, berühren, meine Haut, deine Finger. Letztes Signal, sei unbesorgt. Ich bin da. Du bist nicht allein. Es ist alles so gut. Es wäre schon an der Zeit, ganz still nach Haus zu gehen. Was hier zu tun war, habe ich eigentlich erfüllt. Ich möchte einmal noch die Sommerwiesen sehen, das Sterben bunter Blätter in den Baumalleen, Gebirge, nur von großen Schweigen eingehüllt. Ich überschaue mein ganzes Leben und mein Handeln, und weiß, ich bin zu neuem Sein bereit. Ich möchte ohne Schmerzempfindung mich verwandeln und fühle, bald ist für den Abschied Zeit. Was hindert mich daran, ganz still nach Haus zu gehen? Die kalte Einsamkeit kriecht durch das alte Haus. Ich möchte das noch Unverständliche verstehen und das, was noch geschehen soll, soll geschehen. Das Schicksal ist schon im Finale und ruft nur aus. Den Fingern einer einzigen Hand wird man sie abzählen können, die ehrlich um mich
zufrieden sein an jedem Tag. Denn an jedem Tag hinter dem goldenen Tor wird ein riesiges Theater stehen mit Kollegen, die immer kollegial sind, mit Kritikern, die immer sachlich sind, mit Regisseuren, die immer geduldig sind, und ich werde dort Schauspieler sein und die himmlischen Herrscher mein Publikum, und ich werde alle zum Lachen bringen. Aber einmal mittendrin plötzlich ganz unerwartet. Plötzlich mittendrin werde ich etwas Wesentliches aussagen dürfen, das uns alle betrifft, und alle werden mit dem Kopf nicken und werden sagen, das war richtig so, das war wichtig so. Das spürt man doch, dass er auch ein Mensch war. Und sie werden einen himmelblauen Stoff in den Wind hängen, einen strahlenden Rundhorizont um die ganze weite Erde. Und ich werde sehr glücklich sein und ich werde sehr zufrieden sein an jedem Tag. Maxi Böhm-Kassetten.
Videokassetten damals noch. Und ich habe immer natürlich angeschaut, wenn du das kennst, und Schöller zum Beispiel, Hotel Sacher Portier, legendär natürlich, ja. Und natürlich die andere Verbindung war, dass ich aus dem Weinviertel komme, wo das Böhmarken, sehr natürlich auch in der Sprache verwurzelt ist. Also Slowakei, Tschechien, liegt an der Grenze, mein Oma spricht Tschechisch, Slowakisch, und der Maxi Böhm hat das ja auch perfekt gesprochen und hat eben auch dieses Böhmarken, immer seine Rolle, nicht immer, aber oft eben beim Hotel Sacher Portier natürlich besonders, ja, aber auch in viele Rollen eben einfach bei Robin Tschech natürlich, Pension Schöller, Ivan Lochner in Tempelitz, oder mit der bin ich nicht gern allein, also diese Sachen, ja. Und das ist eigentlich die Begegnung mit Maxi Böhm, wo ich total begeistert war, ich von dem Talent und von dem Genie, also das ist wirklich so, ja. Also ich hatte im komödiantischen Fach und da war dann die Idee, diese und seine Zeitgenossen Farkas Waldbrunn, in Comic, also ich bin Comiczeichner und Maler, und da war es das Naheliegendste eben auch die Texte sind von Hugo Wiener, die Originaltexte, diese eben in Comicform zu bringen. Und einmal der Verlag, die auch Hugo Wiener und Maxi Böhm Biografien und alles herausgeben, war natürlich total begeistert, gleich von Anfang an. Das ist entstanden. Und immer sagen wir, wenn man solche Produktionen macht, ist man da in der Kunstszene, also jetzt mal ein Außenseiter, oder wird das quasi von der Kunstszene auch angenommen, diese Art der Auseinandersetzung? Man zählt auf jeden Fall das Comiczeichen in Österreich sicher eher zur Trivialkunst. Das ist einfach so, also ich werde nicht zu den großen Kunstmessen eingeladen, muss ich auch gar nicht, das ist auch nicht mein Bereich. Also ich bin wirklich einer, der sich, ich wollte jetzt nicht sagen, der Begriff Volkskunst, aber wahrscheinlich ist das Passendste. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ behaftet, ja, aber es gibt die Volkskunst und es gibt die Erfolgskunst. Erfolgskunst, genau. Nein, ich möchte auf jeden Fall immer bereit sein. Der Mann ist inspiriert. Ja, absolut. Ne? Beste Beweis. Ne? Und das war eben das. Genau. Und das hat ja der Maxi Böhm auch gemacht. Er wollte einfach ein breites Publikum ansprechen, zum Lachen bringen und mitreißen. Und das will ich im Prinzip auch. Also große Vorbild finde ich eigentlich auch. Und hast du so in dieser, Richtung noch weitere Pläne? Also sind wir so weitere Damen oder Herren der Vergangenheit und Gegenwart vor deinem Stift oder vor deiner Staffette sicher, oder sind das so bereits alle irgendwie im Schussfeld? Oder die wichtigsten im Schussfeld geraten, sagen wir mal so. Also da gibt es noch so viele, also mein nächstes ist Falco, einer der noch nicht so lange tun ist zum Beispiel, erscheint nächstes Jahr zu seinem 60. Geburtstag als Graphic Novel Comicbuch, aber auch andere, es gäbe noch Clemens Hans Moser, Oskar Werner, die Palette, also meine Arbeit würde im Prinzip nicht ausgehen, solange Verlage sich dafür interessieren, ja. Und die Verlage sind sich aus, weil Amaltea ist ja gar nicht gerade ein kleiner Nebenverlag, ist noch eher ein größerer Verlag, also wenn der das annimmt, genau, kann das Interesse offensichtlich, ja. Na, wunderbar. Also die Bücher, darf ich das nur nebenbei erwähnen, wir gibt es draußen auch zu kaufen, das nebenbei nur ganz so, so en passant, ja, so wie der französische Dichter Guy de en passant erwähnen darf, ja, der ist gerichtet, Mann. Nein, also, wie gesagt, diese Sache ist eine letzte Frage noch. Wie gesagt, du sagst also, dass das läuft so unter Trivialkunst in der Kunstszene. Von den Käuferinnen und Käufern wird das aber schon angenommen. Absolut. Also, ich kann ein Beispiel nennen, ich war jetzt bei der Comicmesse, es gibt in Wiener Comicmesse jährliche, das Buch ist schon 2014 erschienen, aber ich habe es wieder mitgehabt und es ist wirklich ausverkauft, weil die Leute gesagt haben, das Buch hat mir so gut gefallen, ich möchte es für meine Freunde oder für Weihnachten oder zum Weiterverschenken als Geschenkbuch wirklich nochmal kaufen und muss sagen, das ist einer der Bestseller, kann ich sagen. Und ich bin sehr stolz drauf und natürlich auch ein Denkmal für die ganzen Hauptcharaktere, die da drin vorkommen, also Maxi Böhm, Farkas, Heinz Konrad und so weiter. Also das Stichwort ist ausverkauft, die letzten Exemplare liegen draußen. Das ist total, ja. Letzte Gelegenheit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Zeit von Max, jetzt darf ich wieder Maxi Böhm sagen, Abschied zu nehmen. Ich habe da noch einen letzten Ausschnitt vorbereitet, wo wir uns also, wo wir wieder einen ganz, wirklich einen radikalen Bruch machen. Aber ich wollte einfach diese wunderbare Episode, vielen Dank euch beiden, vielen Dank, nicht so im Raum stehen lassen. Ich möchte einfach diesen Bruch wieder vollziehen, der zum Maxi hinführt. Und zu diesem Zweck blenden wir uns ein in einen Abend von 1971 in seiner Pension am Semmering, die er mit dem Geld gekauft hat, also vom Verkauf der Villa Schratz, wo die Hausordnung war, erstanden hat. Und mit diesem, quasi mit diesem, ja, es ist ein Rausschmeißer, mit diesem Rausschmeißer möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich danke ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke euch, liebe Damen, für die wieder einmal wunderbare technische Unterstützung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden für die wunderbare Lesung. Und danke dir, lieber Reinhard, fürs Kommen. Ja, ich danke Ihnen.
kann Sie für die etwaige Unbill noch eben ein bisschen entschädigen, eben mit einem Witz-Potpourri, das seinesgleichen zugehört. Und auch wenn man, er sagt es am Anfang, auch wenn man die Witze schon kennen sollte, wenn man sie so bringt wie er, also ich habe das, glaube ich, schon 10 Mal gehört, ich muss immer noch lachen. Also ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Mit diesem Rausschmeißer quasi wünsche ich noch einen schönen Abend und bitte dann auch ums Eck, also unser wunderbarer Leo Fünkerz ist noch da und kredenzt seine Weine, die man nach diesem Witzpotpourri durchaus mit umso größerer Freude noch genießt. Bitte sehr. Also. Ein Herr, der
sie, das muss ich schon gestehen. Er sagt sie aber auch nicht, das habe ich ja gerade gesehen. Ihr Hosen!